So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Eigentlich wollte ich heute die Infofolge machen für die Käferkrabbelei, das Käfer-Event. Oder sind wir schon gerade in der Käferkrabbelei? Jetzt habe ich komplett die Umweltwoche, genau. Für die Umweltwoche wollte ich das Infovideo machen, aber da sind keine wilden Spawns bekannt. Und das ist ja das Wichtigste für mich in einem Event, immer die wilden Spawns. Weil gleichzeitig ja, wenn die Umweltwoche ist, auch wieder was anderes mit Kando ist. Und dazu gibt es noch keine News. Und deswegen spare ich mir jetzt einfach, die Umweltwoche anzukündigen, wenn man nicht mal die Spawns kennt. Und ja, deswegen machen wir heute Raider Mittwoch am Mittwoch, nicht am Donnerstag, am Mittwoch. Und wir starten mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Sarina, die hat mir nämlich das Raid Day Ticket geschenkt für den Mega Scaraborn Raid Day, der am Samstag stattgefunden hat. Vielen Dank nochmal dafür, hat wieder Spaß gemacht, waren wieder 2 Stunden draußen spazieren gehen, Action richtig cool, mit Chat, mit Stream, mit Live, mit allem drum und dran, 15 Raids gemacht. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Dandro, mit Shenaya, mit Rexy, mit Linus, mit Gopo Govanu und mit Jason leider nicht. Jetzt muss ich gucken, wie man das alles machen. Der Anime-Fan zum Beispiel, großes Lob geht raus, Grüße gehen raus. Der Anime-Fan, den habe ich beim GoFest mal getroffen, persönlich kennengelernt. Der hat mir einfach seine Zugangsdaten geschickt. Und ich durfte dann hier vor Ort selber den Glückstausch machen. Da gehört Vertrauen dazu, aber ich sitze hier in der Öffentlichkeit. Wenn ich irgendwas mache mit eurem Account, dann könnt ihr mich komplett kaputt schlagen. Also das würde man ja mitkriegen. So, dann haben wir vom Jason hier. Für Raid am Mittwoch, das Sneeble ist aus einer Forschung. Was haben wir denn hier? Ein Sneeble aus der Forschung an Entei Krypto aus einem Raid. 2 Scaraborns hinterher gewurstet. Kurselinchen mit einem Vadribie, Shiny, Scaraborn, Shiny, was dann zu Mega Scaraborn wurde, Ladybar, Shiny mitgenommen, Kagoron, Shiny, aber da sind wir schon bei Shenaya, die hat auch ein 100er Kagoron aus Sao Paulo, Brasilien. Sao Paulo, der Sao Paulo, das ist aber... Dann hat sie hier noch erstes Shiny im Event, ein Shiny Raupi mitgenommen. Erstes Shiny beim Raid Day, Scaraborn. Ich dachte, sie spielt den Raid Day gar nicht. Feldforschung hier, Burmi, Shiny mitgenommen. Kaiser Kai, Samurzel, Shiny, Nummer 3, Shiny, Kagoron, Vadribje, nutzlos, der Name sagt alles, nutzlos 2, weil ist ja nicht das Weibliche, das könnte man wenigstens noch entwickeln, das Männliche ist halt so, wie es ist. 16 Raids, ein Shiny, kein 100er, Kaiser Kai, nochmal Kaiser Kai mit einem 100er, Yorklev, dann die Ausbeute bei Kata, bei seinem kleinen Account, Shiny Pandimos, Katagami, Katagami, Ladybus, Garaborn, Garaborn, Blutzug, Entei, Krypto, plus 200er mit Schnäppke und Potrot. Dann haben wir Kohlemann. Der Kohlemann mit dem 100%igen Axanthor, das ist cool, weil den gibt's eigentlich nicht wild, müsste da raiden, ist Zufall, da eine 100 IV ist eigentlich eine feine Sache. Dann haben wir nochmal Sklaziola hier mit der Blüte auf dem Kopf, das aus dem Wunderticket Teil 2 hat er dazu geschrieben, das ist also auch cool. Eigentlich ist das ja so ein Schocker der Woche Ding, weil du hast einmal aus dem Ticket dieses Pokémon jetzt bekommen. Das konnte Shiny sein, das konnte 100 sein, das konnte alles sein. 100er Glaciola mit Blume aus dem Ticket ist eigentlich eine fette Sache. Sören wollte die Mega-Entwicklung erst machen, wenn ihn gemaxt habe, ein Brummer. Jetzt hat er sein Sumpex gemaxt auf 3402, die Mega-Entwicklung gemacht auf 5025 am Maximum Level 50. Das ist fett. Montags einfach mal blau machen, immer noch Sören mit dem Potrot. Dann nochmal Alexander Ahringer, meine Shiny-Ausbeute vom Mega Scaraborn Raid Day in Pokémon Go. Endlich Scaraborn und Mega Scaraborn, also 2. Endlich Shiny in den Kader in Pokémon Go. Kleiner gelber Goldkäfer. Blood and Tears, Sarina. Jetzt wieder mal so viel. Gucken wir mal durch. Vadribje Shiny. Weiblich, was natürlich dann entwickelbar ist. Tangela, Skungapu, Potrot, Sichlor, Rommel, Scaraborn, Baumpel, Tuska, Krypto, Burmi. Alles Shinies plus Raupi, Ninkada, Wablu, Dodu, Floink, Katagami, Haspiror, Dusselgur und ein 100%ige erlöstes
Hunduster. Zerpurze Skaraborn. Vor allem Hunderter Skaraborn. Du bist ja gut drauf. Dann haben wir nochmal Zerpurze, dann haben wir Strawickel, dann haben wir Rihorn, wir haben Bonita, wir haben Snubbull, wir haben Bidiza und ein fettes Sorry. Da kann man mal die grauen Zellen, ne? Je mehr Tastings man mit Hannes macht, desto schwieriger ist es, die Pokémon-Namen noch zusammenzubringen. Mac Maggie mit dem Shiny Wommel, Shiny Litomyth, Shiny Wadribie, Wadribie, Wadribie. Wie sprecht ihr das aus? Wadribie? Wie Biene, Bi, aber es ist ja ein IE, je, oder wie ein Holzrusse, Wadribie. Also, Mac Maggie hier noch, 100er Skaraborn, Niedersachsen, Ninkada, Shiny mitgenommen, Shiny Skaraborn, Knackleon, Shiny Krypto, Mago FedEx, Shiny Karguron, 100er Karguron. Da sieht man auch schön die Unterschiede zwischen Normal und Shiny, weil das Shiny dann eben eher so weiße Nuancen hat, während das andere eben keine weißen Nuancen hat, aber dafür 100% hat. Andy Forbeck, mein zweites 100% Krypto, Staralili, habe mir sagen lassen, Staraptor ist auf jeden Fall der bessere Flugangreifer als Kramchef. Das sagen die mir jetzt, wo ich 6 Kramchef Krypto hochgezogen habe, Stück für Stück. Das hat Staub gekostet, so ein Teil kostet 600.000 oder 680.000 Staub, während normale Pokémon vielleicht 280.000 Staub kosten. Ziehe ich jetzt plötzlich Staraptoren hoch oder nicht? Ich habe auf jeden Fall weder Bonbons noch Staub dafür, aber man kriegt immer zu Staralili hinterhergeworfen in Krypto. Reicht es, wenn man Kramchef hat? Wir sind ja eh meistens mehrere Leute, dank euch, die da helfen. Da brauche ich jetzt, ist eigentlich, Kramchef reicht dann glaube ich aber aus, oder nicht, oder wie? Aluhut, Shiny Bidiza, Shiny Vulpix, Waumboy, Voldo, Balmenki, Bronzel, Habitak, Feli, Lu und ein 100er Molly, Morba in Berlin mitgenommen, Speck, Hyramon, danke für das 100er Grüße, Speck 110, Mike, ne? Das Open Mike hier aus, da habe ich wieder mal meinen Raid in die Raid-Gruppe gepostet, der hat sich eingetragen, hat er mitgemacht, das könnt übrigens ihr auch, jeder. Wer Raids machen möchte oder Hilfe braucht oder mal eingeladen werden möchte, nutzt die Raid-Gruppe, dann mache ich täglich meine 2 Raids. Da hat er hier ein 100er Katagami bekommen, das freut mich natürlich. Selal, erlöstes Cognodon, Shiny Dicta. Rüpel gegen Jason, ist halt nicht viel los, ne? WhatsApp, Shiny, Mewtwo, Shiny, Krypto, Mewtwo, Duo Raid, 84 Sekunden Restzeit, das ist schon cool. Hier nochmal mit 105 Sekunden Restzeit, kommt natürlich auch auf die verschiedenen Movesets an, die das Mewtwo mitbringen. Tangela, Glückshunderter, das auch auf jeden Fall cool, weil es ja eben Zufall ist. Skaraborn, Shiny, Skaraborn, Shiny, Skaraborn, Shiny, Skaraborn, Shiny, auch männlich-weiblich, kann man wieder sehr gut sehen. Das ist das Weibliche mit eher wie so einem Herz als Horn. Das ist das Männliche mit so einem Doppel-Penetration. Horn, und dann gehst du hier rüber, Shiny nochmal, Shiny nochmal, Shiny nochmal, Kabutoro, Shiny, also der hat alles mitgenommen. 1928 ist auch ein relativ gutes, stimmt, 15 Angriff. Honliu 100%, Pandir 100%, Glücks, dann nochmal Duo, Krypto, Entei nimmt man mit. Hat mir wieder 1000 Bilder geschickt mit irgendwelchen dumm flachen Witzen, das habe ich aber mit reingenommen. Ein Schnaps bitte. Wir sind hier bei McDonald's. Oh, verstehe. Ein Mac-Schnaps, bitte. Ein Mac-Schnaps. Dann Nassim zeigt mir hier Porenta in der Gala-Edition und Garnovil aus dem 12-Kilometer-Ei von seiner Freundin Geraldine. Würde ich es auch gleich Geraldine nennen. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht, dieses kleine seichte Gelb. Würde ich so lassen. Nicht entwickeln, würde ich so lassen. Dann Benjamin Engel, Felswurf, Mega Skaraborn im Solo geschafft, Shiny auch mitgenommen, Solo 54 Sekunden Restzeit im Solo, Zapdos Annika Ausbeute hier, 4 Skaraborn in Shiny, ansonsten Potrot getauscht, Mangunio, Raubi, Seemobs, Kindwurm, Schlurp, Zuhua, Bisasam, Formeo und Zapdos Annika, was ist das? Das sind Shinies und das ist nix. Das ist einfach nur zuletzt gefangen. Also sie hat insgesamt nur 8 Raids gemacht und aus 8 Raids 4 Shinies gezogen. Das ist krass, das ist korrekt, das ist genial. Cumulus, kleiner Account, Shiny Axandor. Cumulus, kleiner Account, Skaraborn. Dann Cumulus, Waumpel, Bronzel, Raupi,
Bommel, na endlich. Hornliu, was war da denn los? Scaraborn und Ignivor, ich wusste schon immer, dass sie gute Freunde sind. Plus Geschenk noch dabei. Lenzart, erstes Shiny des Events hier. Wampel Shiny, Scaraborn, Shiny Nummer 1, 2186, Nummer 297. Beide nicht am Main. Ahaini haben wir auch noch dabei. Katagami ist ein Heini, merkt euch das. Unbemerkt geschlüpft, Pichu. Dann, oh, erlöstes Entei in 100% mitgenommen. Oh, da schlüpft ein Ei. Kabutoro kommt raus, nimmt man mit als Shiny. Baloo, Shiny Krypto, Macholo und dann die Feuerwehr Laura mit dem Wampel plus die Feuerwehr Fra mit dem 100er Bibor und dem 100er Pommelow. Das müssten, glaube ich, sogar schon die Highlights gewesen sein. Wir kommen jetzt noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von McMacky. Woo! Ich wusste wirklich nie, was ich nehmen soll, weil 100er waren da, Shinies waren da, ja, Krypto 100er waren da, alles, aber Katagami ist ja trotzdem ein richtig krasses, nützliches Pokémon, auch wenn es richtig hässlich aussieht, auch wenn es mega klein ist, auch wenn es so klein ist, dass ein Lucky-Hintergrund richtig hässlich aussieht, mega hässlich, Ultra Deluxe, würde ich dazu sagen, aber hier ein 100% Glücks-Shiny, das ist bestimmt cool. Das hat nicht jeder, das kam gut rein, aber du erkennst nicht mal, dass das Beine hat, weil die bei diesem blöden Glückshintergrund, die brennen einfach weg und dann ist es auch noch ein Stück Papier. Das ist eigentlich das hässlichste Bild des Jahres, was ich je gesehen habe. Hätte ich lieber Pandia genommen, hätte ich was anderes genommen, keine Ahnung. Aber von der Sache her finde ich es trotzdem irgendwie cool, wenn es nicht so hässlich wäre. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. We'll be right back.